Das Dritte Reich und die Mythen, Legenden und Verschwörungstheorien um die Projekte der Nationalsozialisten. Doch was ist dran? Alles Fiktion oder doch Realität? Wir beleuchten in diesem Video einige wenige Projekte und prüfen den Wahrheitsgehalt. Waren die Nationalsozialisten wirklich ihren Gegnern um Jahrzehnte voraus oder sind es doch nur schöne Schauergeschichten, die die Menschen sich gerne zum Gruseln erzählen? Das wohl am umstrittenste und futuristische Projekt der Nationalsozialisten ist wohl eine Sonnenkanone im All. Ein riesiger Spiegel sollte im erdnahen Weltraum installiert werden, der die Sonnenstrahlen einfängt, bündelt und auf Ziele auf der Erde abfeuern kann. So wollte das Dritte Reich ganze Landstriche verbrennen, Dürren herbeiführen, Seen und Flüsse austrocknen, um dem Gegner empfindlichen Schaden zuzuführen. Dieses Projekt hört sich an, als ob es aus einem Drehbuch für einen James Bond oder Hollywood-Film stammt. Was denkt ihr dazu? Hat es ein solches Projekt gegeben oder bewegen wir uns hier im Reich der Mythen? Ihr seid der Meinung, dass es sich um einen Mythos handelt? Ich muss euch enttäuschen. Dieses Projekt gab es wirklich. Bereits im Jahre 1923 entwickelte der deutsch-österreich-ungarische Physiker und Raketenpionier Hermann Oberth erste Planungen für einen gigantischen Spiegel im Weltall. Der Spiegel sollte über 1 Kilometer Durchmesser betragen. Ziel war, die Sonnenenergie besser nutzen zu können. Die Sonnenstrahlen sollten eingefangen, gebündelt und zur Erde geschickt werden. Das deutsche Militär hatte später großes Interesse an diesem Projekt. 10 bis 15 Jahre wurde die Bauzeit bemessen. Die Materialien sollten mittels Raketen ins All gebracht werden. Die Arbeiter sollten in einer Raumstation stationiert werden, die mit mehreren Andockmöglichkeiten für Raketen ausgestattet war. Die Raumstation sollte fast völlig autark funktionieren. Der Sauerstoff sollte über Hydrokulturgärten generiert werden, die gleichzeitig als Nahrungsquelle genutzt wurden. Heute experimentiert man ebenfalls mit dieser Methode. Das Projekt wird unter dem Namen EDEN-ISS in der Antarktis erforscht und erzielt bereits gute Erfolge. Da es sich um einen geschlossenen Kreislauf handelte, musste nur wenig Wasser zugeführt werden. Die Energie sollte über Solaranlagen generiert werden. Eine zukunftsweisende Idee, die bereits 1923 als fester Plan ausgearbeitet wurde. Nach dem Krieg erbeuteten die US-Amerikaner die deutschen Pläne. Auch den Sowjets sollen Teile der Pläne in die Hände gefallen sein. Offiziell soll die Sonnenkanone nicht über den Entwurf hinausgekommen sein. Inoffiziell weiß niemand, wie weit die Arbeiten waren oder ob sie gar abgeschlossen werden konnten. Bezeichnend ist, dass der Erfinder Hermann Oberth unter Werner von Braun in den USA weitergeforscht und entwickelt hat. Wie weit die USA mit Hilfe der deutschen Wissenschaftler gekommen sind, unterliegt bis heute strengster Geheimhaltung. Nach den verheerenden Waldbränden im Jahre 2018 in Kalifornien wurden die Rufe lauter, dass die Brände durch eine Strahlenkanone im All ausgelöst wurden. Es werden mehrere mysteriöse Ereignisse gemeldet. Bäume haben von innen herausgebrannt. Auf Satellitenbildern war zu sehen, dass mehrere Brände gleichzeitig anfingen zu brennen und der Verlauf war immer gleich. Häuser diverser Prominenter sind komplett verbrannt, doch Bäume, die direkt neben den Häusern standen, wurden von den Flammen fast gänzlich verschont. Wasser auf den Mühlen von Verschwörungstheoretikern nannten die Medien diese mysteriösen Phänomene. Doch die Verschwörungsgemeinschaft war und ist sich sicher, dass die Feuer mit Hilfe einer Strahlenkanone entfacht wurden, die zumindest ihren Ursprung in Deutschland hatte und von der USA und der NASA weiterentwickelt wurde. Dabei ist diese Theorie nicht abwegig, da auch Russland im Jahre 1999 einen Entwurf veröffentlichte, um im strengen russischen Winter mehr Sonnenlicht auf die Erde zu werfen. Heute forschen und entwickeln diverse Supermächte diese Technologie. Veröffentlicht wurden kleinere Waffen, sogar Handwaffen, die von einem Soldaten kinderleicht eingesetzt werden konnten. Die chinesische Firma ZKZM hat diese Laserkanone entwickelt. Hauptabnehmer sollen die chinesischen Sicherheitskräfte sein. Die Waffe sei dafür gedacht, illegale Banner und die Haare und Kleider von Demonstranten in Brand zu setzen, so ein ZKZM-Manager. Sie sei nicht explizit dafür gemacht zu töten. Schon bald soll das Gewehr in Serienproduktion gehen. Auch die US-Rüstungsindustrie entwickelt diese Waffen. Mit einer Laserkanone wird hier eine Drohne vom Himmel geholt.
Aus mehreren Kilometern Entfernung trifft der unsichtbare Laserstrahl das Flugobjekt. Noch handelt es sich um einen Test, doch schon bald könnte die futuristische Waffe zum Einsatz kommen. Entwickelt hat sie der US-Luftfahrt- und Rüstungskonzern Boeing. Irgendwann könnte damit beispielsweise das Weiße Haus geschützt werden. Und auch andere Konzerne tüfteln an der Technologie. So etwa das US-Unternehmen Raytheon, das Laserkanonen an Kampfhubschraubern testet. Auch Lockheed Martin bringt sich mit Meldungen über Laserwaffen immer wieder ins Gespräch. Sogar die Bundeswehr forscht auf diesem Gebiet und hat bereits Erfolge. Mit 10.000 Schaumstoffkeilen von jeglicher Umgebungsstrahlung abgeschirmt, steht hier eine der mächtigsten Hightech-Waffen der Zukunft. Im Wissenschaftlichen Institut der Bundeswehr im bayerischen Greding entwickelt man den Impuls ohne Atomzündung mithilfe einer Mikrowellenkanone. Eine Mikrowellenkanone besteht aus Energiequelle, Kondensator, Modulator und Antenne. Für einen starken Mikrowellenimpuls benötigt die Kanone enorme elektrische Leistung, die im Dauerbetrieb der Energie von 5 Kernkraftwerken entsprechen würde. Um diese Leistung kurzzeitig zu erreichen, wird ein Kondensator dazugeschaltet. Der Kondensator wird langsam aufgeladen und entlädt sich dann innerhalb einer Millionstel Sekunde vollständig in den Modulator. Geheimwaffenchef und General der Waffen-SS Hans Kammler soll Ende 1944 zum Leiter der Strahlenwaffen ernannt worden sein, da Deutschland auf diesem Gebiet bereits sehr gute Erfolge zu vermelden hatte. Wie weit diese Technologie wirklich ist und ob sie bereits genutzt wird, unterliegt weltweit der strengsten Geheimhaltung. Doch eines steht fest, ihren Ursprung hat diese Technologie in Deutschland. Ein weiterer Mythos sind die Tarnkappen-U-Boote der deutschen Kriegsmarine. Diese U-Boote waren als Verschwörungstheorie geführt, da man sich sicher ist, dass Deutschland noch lange nicht so weit mit dieser Technologie war. Weltweit waren sich Experten sicher und untermauerten ihre These, da es keine handfesten Beweise für ein Tarnkappen-U-Boot gibt. Was denkt ihr zu diesem U-Boot, welches sich unbemerkt durch die Ozeane bewegen konnte? Mythos oder Wahrheit? Auch hier weit gefehlt, diese U-Boote gab es tatsächlich. Der Mythos von U-Booten, die nicht geortet werden konnten, wurde durch Taucher zerstört. Fischer fanden Hinweise auf ein Schiffswrack im Ärmelkanal. Forscher tauchten im Jahre 1998 zu dem mysteriösen Wrack in knapp 60 Metern Tiefe. Was sie fanden, war atemberaubend. Von dem Wrack standen Gummimatten ab. Den Tauchern wurde bewusst, dass sie das erste Tarnkappen-U-Boot der Welt entdeckt hatten und dass sie eine Verschwörungstheorie bewiesen haben. Es handelte sich um das Wrack von U-480. Das gesamte Boot war mit Gummi überzogen, welches den Namen Alberich trug. Dieses U-Boot war für die feindlichen SD-Geräte nicht zu orten und konnte somit unsichtbar operieren. Die Alliierten konnten sich nicht erklären, wie im Jahre 1944 ihre Schiffe plötzlich verloren gingen. Es wurden gleich mehrere U-Boote mit dieser neuartigen Oberfläche ausgestattet. Die Alliierten fürchteten, dass sich der Krieg zugunsten der deutschen U-Boote verändern könnte. Auch hier waren die deutschen Ingenieure ihrer Zeit um Längen voraus. So weit sogar, dass man diese Technologie als Mythos eingestuft hatte. Ein weiterer Mythos führt uns an den Nordpol. Lange hielt sich ein Gerücht über eine dauerhaft bemannte deutsche Station an einem der lebensfeindlichsten Orte unserer Erde. Kritiker dieser Station untermauerten ihre These mit fehlenden Beweisen. Es gab keinen einzigen Hinweis auf eine solche Station, die den Namen Schatzgräber getragen haben soll, obwohl es Erzählungen und Dokumente gab. Deutschland wäre einfach nicht in der Lage gewesen, in Zeiten des Krieges eine solche Station zu errichten, sie zu versorgen und ihren Schutz sicherzustellen. So weit konnten die Deutschen einfach nicht gewesen sein, so die Experten. Was denkt ihr zu einer Station am Nordpol? Hatten die Nationalsozialisten 1943 eine Station im Nordpolarmeer errichten können? Ihr haltet diese Station für eine Legende? Wieder falsch. Tatsächlich haben die Nationalsozialisten eine bemannte Wetterstation mit dem Namen Schatzgräber auf Alexandraland errichtet. Obwohl sich das Dritte Reich inmitten des totalen Krieges befand, schafften sie es, mit Schiffen und U-Booten Mensch und Material an diesem weit entlegenen Ort zu verbringen. Russische Forscher entdeckten im Jahre 2016 diese Station. Sie fanden Bunker, Ruinen, Patronenhülsen, persönliche Gegenstände und Unterlagen mit Reichsadlern.
Auch dieser Mythos wurde zerstört. Diese Station war mit Forschern und Soldaten dauerhaft besetzt und wurde per U-Boot und aus der Luft versorgt. Ein fataler Fehler brachte schließlich das Ende der Station. Die Männer schossen einen Eisbären und aßen ihn. Daraufhin erkrankten die Männer an Trichinellose. Daraufhin wurden die Männer im Jahre 1944 evakuiert und ausgeflogen. Die Station wurde abgebaut und per U-Boot abtransportiert. Obwohl das Reich 1944 bereits am Boden lag, gelang es den Nationalsozialisten, ihre Männer mit dem Flugzeug auszufliegen und die Station mit einem dringender an der Front benötigten U-Boot abzutransportieren. Diese Mythen, Legenden und Verschwörungstheorien haben sich alle bewahrheitet. Die Gründe der Kritiker waren immer dieselben. Die Deutschen waren nicht so weit. Sie hatten nicht die nötigen Ressourcen und Kapazitäten. Das ist alles nur Propaganda gewesen und wird bis heute von Anhängern der Verschwörungsszene verbreitet, für die es keine Beweise gibt. Und doch sind all diese Theorien nicht nur Theorien, sondern Realität. Und jetzt schauen wir auf die Basis 211 in Neuschwabenland, Antarktis. Das Projekt Die Glocke und die Reißflugscheiben. All diese Basen und Projekte kann es nicht gegeben haben, da handfeste Beweise fehlen. Bis heute, oder besser gesagt, bis Forscher eindeutige Hinweise finden und veröffentlichen, oder besser gesagt, man die Forschung zulässt. Da diese Basen und Projekte um ein Vielfaches geheimer waren als U-Boote, Weltallspiegel oder Wetterstationen, werden sich Beweise dafür wohl erst im Laufe der Zeit finden lassen, wenn diese nicht bereits sogar existieren und durch staatliche Stellen zurückgehalten werden. Solange bis nicht alle Unterlagen aus dem Zweiten Weltkrieg der Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht werden, beflügeln diese Mythen auch weiterhin die Fantasie der Menschen. Bis zur vollständigen Öffnung aller Archive kann nicht sein, was nicht sein darf.